unseren Martinsfest feiern können. Wir haben noch eine Quelle, wir haben einen Kindergarten. Er ist noch nicht ganz fertig, der Umbau, aber so gut wie. Und zwei Gruppen haben heute schon in der neuen Aula das Martinsfest gefeiert. Ihr könnt sehr, sehr stolz sein auf eure Kinder. Sie waren ganz, ganz lieb und nett. Und ich möchte mich bedanken, dass so viele Familien in so großartiger Form auf ihre Kinder schauen. Ist das nicht ein schönes Bild, die Kinder mit den Laternen da am Hauptplatz? Und der Hauptplatz gehört heute unseren Kleinsten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute. Sind wir stolz auf unsere Kleinsten. Sie sind ganz tolle, liebe, junge Badler und Feldnerinnen und Badler und Feldner. Reitet der römische Offizier Martin auf der Stadttor zu. Wie bitterkalt du bist! Deine Fingerspitzen sind schon ganz blau. Was ist dir denn passiert? Räuber haben mich überfallen. Sie nahmen mein Geld und schlugen mich. Sie zerrissen meine Kleider und ließen mich halbnackt. Er nimmt seinen Umhang ab und zerteilt ihn mit seinem Schwert. Ich will nicht schuld daran sein, dass du diese Nacht nicht überlebst. Die anderen sollen wegschauen, aber ich kann und will es nicht. Martin legt sich seinen Mantel, die andere Hälfte des Umhangs, wieder um und reitet weiter. Jesus Christus kam mit seinen Engeln zu ihm. Er trug die Hälfte des Umhangs, die Martin dem armen Mann gegeben hat. Jesus sprach zu den Engeln: Seht, dort ist Martin. Er ist kein Christ. Trotzdem hat er mich mit diesem Mantel gehüllt und mein Leben gerettet. Martin deutete diesen Traum als Aufforderung, nicht länger Soldat zu bleiben. Stattdessen ließ er sich taufen und wurde später sogar Bischof von Tours. Wie hat dir denn das Martinsfest in Badler und Vöhlen gefallen? Cool! Und was hat dir am besten gefallen? Dass wir mit der Laterne gingen. Wie hat dir das Martinsfest gefallen? Ja, es war ganz fesch. War super, hat super gepasst. Nein, die Kinder hat es, glaube ich, auch recht gefallen. Das war heuer ganz toll mit dem Spiel, was sie gemacht haben. Einmal wieder was Neues, ganz super, ja. Sehr fesch. Kommt jetzt auch so sein.